Magnus räusperte sich. Der Hotelier wartete noch immer auf eine Antwort. Wann das passiert ist? Ich bin mir nicht sicher. Als Sie nach Ihrem Urlaub Ihre Arbeit wieder antraten, denke ich, La Bella Signora ist an diesem Tag nicht nur abgereist, sie ist mir weggelaufen. Nix Bella Signora mehr, verstehen Sie, nicht für mich. Ah, te tragico. Angelo verzog das Gesicht zu einer schmerzvollen Grimasse. Dabei legte er spontan einen schweren Arm um ihn und drückte ihm väterlich die Schulter, so daß Magnus sich einen Aufschrei verkneifen mußte. »Mi dispiace so sehr, tut mir so leid, junge Mann. Das tut weh in das Herz, ich weiß.« Er seufzte laut. »Ach, sie war eine so wunderbare Signora. Ich habe gesehen, weißt du, ich habe ja Augen. Ma non che rosa senza spine. Wie sagt man in Germania? Keine Rose ohne Dornen.« Angelo meinte es gut, er verstand das. Es war wichtig, dass er die Geschichte glaubte. Er wollte sie ihm erzählen, bevor der Arzt kam. Das konnte von Vorteil sein. Wenn er Pech hatte, würde dieser ihm seine Erklärung nicht so leicht abnehmen. Es hing davon ab, wie er die Verletzungen einschätzen würde. Der Knöchel konnte durchaus gebrochen sein. Und die Schulter, die Handgelenke, wie sah es damit aus? Er hatte keine Ahnung. Ob ihr Zustand womöglich typisch für spezielle Formen von Angriff, Verteidigung oder Misshandlung waren? Ein erfahrener Arzt allerdings hatte schon alles Mögliche gesehen und kannte die Spuren, die diese oder jene Misshandlung hinterließ. Machte er sich mit dem, was er behaupten wollte, lächerlich? Die Wahrheit, nämlich, dass er unvorsichtigerweise mit einem seltsamen Fremden mitgegangen war, wollte er ganz bestimmt nicht zugeben. Er war ein Idiot. Wie konnte man so naiv und unvorsichtig sein? Das nasse Hemd spannte unbequem über Rücken und Schultern. Mit steifen Fingern begann er es aufzuknöpfen. Er rückte an die Kante des Sofas und Angelo stand auf, um ihm aus dem Ärmel herauszuhelfen. Als der Hotelier seinen Rücken sah, wich er erschrocken von ihm ab. »Oh Dio!« Er verdrehte den eigenen Oberkörper, langte nach hinten und wies ungefähr auf die Nierengegend und einen guten halben Meter drumherum. »Alles blau, die ganze Seite hier unten, hier und hier!« Dann ließ er sich wieder neben Magnus auf das Sofa fallen und sah ihn durch die Gläser seiner Brille hindurch mit großen Augen an. »Meine gute Freund, was hast du nur gemacht?« »Ach, alles halb so wild. Ich bin eine Treppe heruntergestürzt. Am Campo San Cassiano. Ist dort hinten mein Hundefriseur.« Angelo wies durch die Halle und zur Glastür hinaus. »Ja, ja, da war es, genau.« Magnus nickte bekräftigend. »Ich hatte etwas getrunken.« »Etwas zu viel.« »Ah, sie, diese Stufen sind hart. Und es sind viele.« Er ruderte mit den Händen in der Luft herum. 15, 20. Er verzog die Mundwinkel so weit nach unten, dass sein borstiger Schnurrbart die Form eines umgedrehten U annahm. »Famale, es ist eine Jammer.« »Nun, ich hätte ja nicht so viel trinken.« »Ach, was«, fiel Angelo ihm ins Wort. »Ich meine nicht das Trinken. Siehst du mal so.« »Männer sind sensibile, vero?« Er wedelte wieder nach Worten suchend in der Luft herum. »Wir leiden mehr, als die Frauen sich denken. Was sollen wir tun, wenn sie uns verlassen? Wir trinken. Was hilft, eh? Und ja, wir fallen Treppen hinunter. Oder herauf.« Er lachte und holte aus, um Magnus ermunternd auf den Oberschenkel zu schlagen, hielt dann aber inne und nahm die Hand aus der Luft zurück. »Erhole dich, mio amico. Wunden heilen, kaputtes Herz auch. Sei nicht traurig, das geht vorbei. Sie ist eine Bella, Signora, sie, aber du bist un Giovanni per la quale. Du bist eine gute junge Mann, vergiss das nicht. Wenn sie dich nicht will, kommt eine andere Bella, Signora, und alles ist vergessen. Finito, dir geht es wieder gut? Alles schön, du wirst sehen.« Seine buschigen Augenbrauen hoben sich über den oberen Rand der Brille hinweg. »Angelo hatte das auch. Hier, siehst du.« Er klopfte sich mit der flachen Hand auf die Brust. »Herz, alles kaputt. Und dann kam meine Angela. Angela und Angelo, wie zwei Engel.« Er lachte. »Habe nun 4 wunderschöne Bambini, 2 sind noch zu Hause. Alles gut, siehst du? Alles schön.« Er strubbelte ihm über den nassen Kopf und kniff ihm in die Wange. »Keine Sorge, das wird wieder.«
Magnus fühlte sich wie ein kleiner Junge, und das machte nichts besser, aber er ließ es sich gefallen. Er glaubte Angelo aufs Wort, dass dieser 4 Kinder aufgezogen hatte. Zugegeben, dieser mitfühlende Mann wusste mit seiner Art so zu trösten und Mut zuzusprechen, wie er es gerade gut gebrauchen konnte. Auch wenn die Geschichte, die er ihm aufgetischt hatte, nicht der Wahrheit entsprach, der Teil mit der Bella Signora, die ihn, den guten jungen Mann, nicht verdient hatte, war korrekt gewesen. Magnus fühlte sich auf eigenartige Weise verstanden, obwohl er keine Details erzählt und Angelo keine erfragt hatte. Instinktiv hatte der großherzige Mann den Kern der Sache getroffen und irgendwie Balsam darüber vergossen, so dass es gerade nicht mehr so weh tat. Was weh tat, war der Knöchel und auch die Schulter, dazu die Handgelenke, besonders das linke, und der Kopf. Und das würde sich nun der Arzt ansehen und ihm hoffentlich seine Geschichte glauben. Angelo erhob sich und ging zum Tresen hinüber. Magnus zog sich Bademantel und Sporthose an und überlegte gerade, sich vielleicht doch die Decke zu nehmen, als Rosa mit dem Kühlpack für seinen Kopf und einem dampfenden Becher Kaffee zurückkam. Das war der wärmste, herrlichste und freundlichste Kaffee, den er jemals getrunken hatte. Nach seinen irritierenden Erlebnissen und dem absolut verheerenden Zustand, in dem er zurückgekommen war, erschien ihm dieser Kaffee wie ein Geschenk des Himmels. Dankbar nahm er ihn aus Rosas Händen und trank einige Schlucke. Es war Zucker darin und Milch, und er war perfekt. Rosa schaute zufrieden auf ihn hinunter und wartete, um den Becher anzunehmen und ihn für Magnus auf dem Tisch abzustellen, als beide zusammenzuckten. »Ah, il medico, finalmente!« Mit großen Schritten, die in bizarrem Kontrast zu seiner geringen Körperlänge standen, lief Angelo auf den Arzt zu, der durch die Schiebetür trat. Auf den wenigen Metern, die sie brauchten, um zur Sitzgruppe zu gelangen, plapperte er in derart schnellem Italienisch auf ihn ein, dass Magnus mit Ausnahme von Signor Weber kein einziges Wort verstand. Er war überzeugt, der bemühte Hotelier berichtete dem Doktor auf den geschätzten 8 Metern mindestens die gesamte Geschichte in blumigen Ausschmückungen, wenn nicht noch mehr und anderes. Als die beiden Männer bei ihm ankamen, verstummte Angelo, zwinkerte ihm ermunternd zu und zog sich an seinen Tresen zurück. Der Arzt stellte die mitgebrachte Tasche auf dem Tisch ab. Er hatte eine angenehme Stimme und Lachfältchen um die Augen. Gesicht und Unterarme waren sonnengebräunt. »Buongiorno, Signor Weber, ich bin Nicolo Pellegrini. Rosa Silvestri hatte mich angerufen. Angelo sagt, Sie hätten einen Unfall gehabt. Wie geht es Ihnen?« In seinem sehr guten Deutsch schwang ein kaum hörbarer Akzent mit. Er gab ihm die Hand, ließ aber nicht wieder los, sondern sagte, »Drücken Sie mal fest.« Magnus verbiss sich die Schmerzen und kam der Aufforderung nach. »Mit der anderen, der Linken, geht es schlechter«, brachte er ächzend hervor. »Aber das ist wohl nur verstaucht. Ich bin eine Treppe heruntergefallen.« »Das habe ich gehört. Angelo erzählte mir die Geschichte.« Das Lächeln verschwand und machte einer besorgten Miene Platz. »So etwas kann ernste Folgen haben. Lassen Sie mal sehen.« Magnus reichte ihm die andere Hand. Gebannt beobachtete er die wechselnde Mimik des Arztes. »Hm. Sie haben versucht, sich im Fallen mit den Händen abzustützen?« Er tastete das Handgelenk ab. Unter dem stechenden Schmerz zuckte Magnus zusammen. »Das ist überdehnt und gestaucht. Da bildet sich Flüssigkeit und das drückt natürlich.« Er ließ die Hand los. »Sie sollten das Röntgen lassen, vorsichtshalber.« »Es fühlt sich soweit gut an, aber da könnten winzige Risse oder auch Absplitterungen an den Handwurzelknochen sein. Das lässt sich so nicht feststellen.« Belasten Sie die Handgelenke nicht, tragen und greifen Sie nichts und kühlen Sie die linke Seite eine Zeit lang regelmäßig, bis die Schwellung und die Schmerzen weniger werden. Magnus nickte still. Erst jetzt, wo ein Mediziner seine Verletzungen beurteilte, begann er sich bewusst zu werden, wie ernst seine Lage war. Woher hatte er das alles? Die Erinnerung an die Gondelfahrt war das Einzige, was sein müder Kopf noch hergab. Und auch diese lag bereits im Nebel, er konnte nur noch auf wenige Bruchstücke zugreifen. Pellegrini warf einen Blick auf die Stirn. Er nahm eine kleine Lampe aus der Tasche und leuchtete ihm abwechselnd in die Augen. »Schwindel? Kopfschmerz?« Magnus nickte. »Und Übelkeit? Wie ist es damit?« »Auch«, antwortete er knapp und ergänzte,
Ab und zu, wenn ich mich bewege. Es kommt ganz plötzlich, aber dann geht es wieder. Sind Sie an den Stufen angeschlagen? Mit dem Kopf, das weiß ich nicht, aber mit dem Fußknöchel ganz bestimmt. Den schaue ich mir gleich an. Der Arzt tastete den Nacken ab, bewegte Magnus' Kopf nach links und rechts. Dann hob er ihm das Kinn an und besah sich den Bluterguss auf der Stirn genauer. Brummte er, da hatten Sie Glück. Ein wenig mehr und Sie hätten dazu noch eine blutende Platzwunde gehabt. Sie haben eine Gehirnerschütterung. Darum ist es gut, wenn Sie heute liegen bleiben. Bewegen Sie sich nicht, ruhen Sie sich aus und laufen Sie nicht herum. Das gilt auch für die nächsten Tage. Er richtete sich auf und streckte den Rücken durch. Sie tragen nicht schwer und laufen keine Treppen. Die Stirn können Sie kühlen, ebenso wie die Handgelenke. Das hilft gegen die Schwellung. Er tastete Fuß und Knöchel ab, untersuchte das Fußgelenk und bat Magnus, sich einmal fest aufzustellen und die Zehen zu bewegen. Das hier möchte ich mir ebenfalls näher ansehen. Von dem Knöchel und beiden Handgelenken brauchen wir Röntgenbilder. Kommen Sie damit dann bitte in meine Praxis. Ich habe hier auch noch die Schulter und etwas am Rücken. Magnus streifte den Bademantel herunter und drehte sich ein wenig, so dass der Arzt an die entsprechenden Stellen herankam. Das auch. Ich brauche die Röntgenaufnahmen und eine Urinprobe, damit wir ausschließen können, dass Blut drin ist, nicht, dass es die Nieren getroffen hat. Er tippte ihm auf die Schulter. Das hier ist eine komplizierte Sache. Er drückte mit dem Daumen auf das Schlüsselbein. Tut das weh? Der stechende Schmerz, der Magnus durch die Brust bis in den Rücken und unter das Schulterblatt schoss, nahm ihm die Luft zum Atmen. Das war klar, merkte Pellegrini trocken an. Das ist eine Muskelzerrung und eine mächtige Prellung obendrauf. Aber wir sollten uns das genauer ansehen. Und was den Rücken betrifft, davon werden Sie eine Weile etwas spüren. Auch das können Sie zwischendurch kühlen, aber nicht zu viel und nicht zu lange. Er hob mahnend die Augenbrauen. Nehmen Sie das bitte ernst. Da haben Sie sich ordentlich etwas eingefangen. Sie sollten kein Alkohol mehr trinken in der nächsten Zeit. Der ist bei solchen Dingen sowieso keine Lösung. Das macht Sie nur noch unglücklicher. Wann fliegen Sie zurück nach Deutschland? Magnus zuckte zusammen. Angelo musste ihm buchstäblich alles erzählt haben. Es war ihm unangenehm, noch viel mehr von dieser peinlichen Geschichte auf den Tisch legen zu müssen, aber er ging davon aus, dass Pellegrini dank des Hoteliers sowieso bereits die Farbe seiner Unterhose wusste. Daher bekannte er freimütig: Ich bin aufgrund dieser dummen Geschichte nun sowieso bereits zu spät dran. In Frankfurt gibt es deswegen einiges zu klären, also ich hatte mir gedacht, ich nehme noch 3 weitere Tage Urlaub, um mich zu erholen und wieder auf die Beine zu kommen. Ich werde wohl nicht vor Montag fliegen. Mittwoch frühestens. Ja, oder Mittwoch, korrigierte Magnus sich und war sich bewusst, wie sehr sein Blick so von unten herauf den Mediziner an einen beschämten Dackel erinnern musste. Er hörte sich beim Reden zu und staunte. Was sagte er da? Was war ihm da nur in den Kopf gekommen? Er konnte doch reisen. Und ja, eben gerade war er noch fest überzeugt gewesen, spätestens in 24 Stunden wieder zu Hause zu sein, wenn nicht sogar früher. Das ist vernünftig. Pellegrini lächelte wissend. Er zwinkerte ihm zu. Ich hätte sie auch nicht fliegen lassen. Mit der Kopfsache ist nicht zu spaßen. Das Gehirn braucht jetzt absolute Ruhe. Lassen Sie sich mit dem Wassertaxi heute noch zum Röntgen in die Praxis der Ruger Vecchia fahren. Er zeigte zu den großen Fenstern hinaus. Die ist leicht zu finden. Auf der anderen Seite des Kanals ist die katholische Kirche San Giacomo d'Alorio. Fragen Sie nach der Kirche. Die kennt hier jeder. Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr. Oder wissen Sie was? Wenn Sie wollen, nehme ich Sie jetzt gleich mit. Ich muss sowieso in die Richtung. Auch meine Praxis ist dort in der Nähe. Ich bin mit dem eigenen Boot hier. Die Radiologie öffnet gegen 8:30. Da hätten Sie noch genug Zeit, um vorher in Ruhe zu duschen und zu frühstücken. Magnus wollte Luft holen, um etwas einzuwenden, aber der Arzt ließ sich nicht unterbrechen. Ihr Zimmer ist inzwischen anderweitig vergeben? Dann fragen Sie doch hier im Fortuna, ob Sie ein anderes bekommen können. Die Nachsaison beginnt bald, vielleicht ist etwas frei. Ich selbst würde mich beim Frühstück anschließen, wenn Sie nichts dagegen haben. Danach setze ich Sie an der Praxis ab und fahre gleich weiter zu den nächsten Hausbesuchen.
Er musste den überforderten Blick seines Patienten bemerkt haben. Sein langer Arm kam zu ihm herunter und er klopfte ihm aufmunternd gegen die gesunde Schulter. »Na kommen Sie, das wird schon.« Unbeirrt lächelte er auf Magnus herab, der sich unter der Dusche seines Redeschwalls innerlich wegrollte. »Also, ich kann Sie mitnehmen. Nun sagen Sie schon, ist das ein Angebot?« Magnus reagierte nicht. Abwesend starrte er in die Sonne, die sich golden über die Dächer erhob. »Ansonsten müssten Sie Ihre Fahrt selbst organisieren. Aber ich würde Ihnen dringend raten, den Fuß, die Schulter und das Handgelenk heute noch röntgen zu lassen.« Er hatte ihn gehört. Was sollte er dazu sagen? Wenn es nach ihm ging, er würde sich den nächstmöglichen Flug schnappen und erst in Deutschland zum Arzt gehen. Aber da war die Gehirnerschütterung. Es war sinnvoll, zumindest noch einige Tage hier zu bleiben, nur bis er sich besser fühlte. Wo also lag das Problem? Er konnte Knöchel und Handgelenke kühlen, den Kopf ausruhen und ein paar Tage entspannen. Und da er in diesem Zustand nicht herumlaufen sollte, würde Angelo ihm vielleicht ein Handy besorgen. Sicher stellte man ihm im Fortuna einen Laptop zur Verfügung. Alles würde er in Ordnung bringen, bevor er nach Hause ging. Harald konnte er sagen, er sei überfallen worden und einige Tage in der Klinik gewesen. Und aufgrund einer Gehirnerschütterung und seines angeschlagenen Zustandes würde er leider erst in einigen Tagen die Rückreise antreten dürfen. Das war perfekt. Es erklärte auch, warum er tagelang nicht erreichbar war. »Ja, das klingt vernünftig. Ein nettes Angebot, vielen Dank. Wenn Sie mich nachher mitnehmen könnten, wüsste ich noch heute Vormittag, wie es steht und ob alles soweit in Ordnung ist.« Er nickte, zwang sich, Pellegrini ins Gesicht zu sehen. »Das wäre sehr beruhigend.« »Dann machen wir das so. Wenn Sie nichts dagegen haben, warte ich in Ihrem Zimmer auf Sie, damit wir sicher sein können, dass Sie in der Dusche nicht umkippen. Bewegen Sie sich langsam, bücken Sie sich nicht und duschen Sie auf keinen Fall zu warm. Kühl ist besser. Machen Sie das Nötigste und dann kommen Sie wieder raus. Ich werde da sein, wenn es Ihnen nicht gut geht.« »Oh, aber meinen Sie denn, dass das nötig ist, jetzt sofort?« »Sie haben Abschürfungen und Sie waren im Kanal. Sie sollten jetzt sofort eben duschen, dann haben Sie es hinter sich. Und hinfallen dürfen Sie mit diesem Kopf, dem Knöchel und der Schulter nun ebenfalls nicht. Wenn ich schon einmal hier bin, wer könnte besser auf Sie achten?« Die Fältchen um die Augen kräuselten sich, als er freundlich lachte. »Das ist sehr nett von Ihnen. Sie haben mich überzeugt.« Magnus warf einen hilflosen Blick zu seinem Koffer hinüber. Als der Arzt laut zum Tresen hinüberrief, zuckte er erschrocken zusammen. Das Stechen in seinem Kopf verursachte Blitze vor seinen Augen. »Angelo, hast du noch ein freies Zimmer für Senior Weber? Für 6 oder 7 Tage? Er bleibt noch. Sonst nehme ich ihn mit und wir suchen ein anderes Hotel.« Der Hotelier hob die Hand, was bedeuten sollte, dass er verstanden hatte. Eifrig blätterte er in seiner Mappe. Einige Sekunden später schien er fündig geworden zu sein. »Hier, eine kleine Zimmer mit einem Balkon. Ist bellissima, sehr schön, mit Blick auf venezianische Kapelle und kleine schöne Palazzo neben Eiscafé. Machen Musik dort am Abend, sehr schön, Senior Weber. Wollen Sie?« Magnus wollte. Vor allem aber wollte er mit seinem Bademantel aus dieser Halle heraus und in privatere Gefilde. Pellegrini schnappte sich Magnus' Koffer und Angelo führte beide zum Fahrstuhl und begleitete sie zu dem kleinen Zimmer mit Kapellenblick und Abendmusik, das im 2. Stock und nach hinten hinaus lag.